Willkommen zu meinen Wien-Tipps. Ich habe einen sehr interessanten Podcast entdeckt, in dem ich die gesamte Führung über den jüdischen Friedhof in Währing gefunden habe. Und zwar der Podcast heißt Zeitspur, Geschichten aus der Geschichte. Und das sind zwei Historiker, die sich gegenseitig jede Woche eine Geschichte erzählen, und zwar aus allen Epochen, über interessante Persönlichkeiten, über geschichtliche Ereignisse. Ich habe den Podcast nicht gekannt, muss ich sagen, und ich möchte mir dann auch einiges anhören. Momentan komme ich nicht dazu, weil momentan höre ich noch alle Episoden aus dem Podcast Erzähl mir von Wien, den ich vor ein paar Folgen auch erwähnt habe. Ja, also zum Beispiel in der aktuellen Folge 236 geht es um das Brettspiel Monopoly. Gibt es aber auch Folgen über Adolf Loos, über die Kabeljaukriege. Und ich muss sagen, über viele Ereignisse, die ich nur am Rande kenne. Also das ist sicher super für die Allgemeinbildung und es ist auch sehr nett gemacht. Und da habe ich eben entdeckt eine Episode, wo die gesamte Führung durch den jüdischen Friedhof in Währing aufgenommen wurde. Es gibt auch eine Kurzversion davon mit Ausschnitten aus der Führung und mit Kommentaren von den beiden. Ja, ist beides auf jeden Fall anhörenswert. Also entweder das eine oder das andere, weil sonst wiederholt sich es halt recht stark. Und ich muss sagen, ich war noch nie auf dem Friedhof. Man kann dort auch nur in einer Gruppe hingehen. Alleine ist es nicht möglich. Aus Gründen, also erstens, weil es Gruftanlagen gibt, die ohne Deckel sind, die, wo man 5-6 Meter hinabstürzen könnte. Und auch es gibt Bäume, die bei Wind umfallen könnten, weil es eben nicht so gut gepflegt ist, der Friedhof, wie es eigentlich sein sollte. Das wird dann alles später noch genauer erklärt. Der Friedhof wurde zwischen 1784 und 1884 verwendet. Es wurden ungefähr 30.000 Personen dort bestattet, wovon aber nur 10.000 sich ein Grabmal leisten konnten. Und davon sind noch 7.500 erhalten. Also diese erhaltenen Grabsteine sind nicht repräsentativ, weil eben die mit die Holzkreuze oder Metallschilder nicht mehr erhalten sind und die noch zu sehen sind, nur die Mittel- und Oberschicht repräsentieren. Früher waren die Friedhöfe rund um Kirchen herum. Später hat dann der Josef II. Zum Schutz der Qualität des Trinkwassers die Friedhöfe am Rand von der Stadt verlegt. Und sie beschreibt in dieser Führung eben die verschiedenen Grabsteine, die unterschiedlich repräsentativ ausgestattet sind. Also man kann da viel erkennen über, wie gläubig waren die Menschen. Die haben eher schlichtere Grabsteine, andere waren pompös und teilweise, sie sollten ja eigentlich nach Osten, Richtung Jerusalem gerichtet sein, aber aus Repräsentationszwecken, wenn man in die Allee geht, sie besser sehen zu können, waren auch einige nach Westen eben orientiert und auch mit Bildern teilweise, was nicht dem Glauben entspricht. Und sie beschreibt dann die verschiedenen bekannte Persönlichkeiten, die ich jetzt leider vergessen habe. Ich glaube Epsteins, Arnsteins, Wertheims, bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher, ob die Namen richtig sind. Da erzählt sie eben über die jüdische Gemeinde aus dem 19. Jahrhundert. Ja, und sie ist im Rahmen ihrer Recherchen draufgekommen, dass sie selbst Vorfahren auf dem Friedhof hat. Die Frau, die diese Führung macht, heißt Tina Walzer, ist eine Historikerin, die ein Buch über den jüdischen Friedhof geschrieben hat, also über den jüdischen Friedhof in Währing ein Buch und ein zweites über jüdische Friedhöfe im Allgemeinen. Im Jahr 1943 wurden vom Naturhistorischen Museum
ungefähr 400 Personen ausgegraben, um sie zu vermessen, um die Knochen und die Skelette zu vermessen für Rassenkundezwecke. Die Gruften, die dafür geöffnet worden sind, sind nicht mehr geschlossen worden. Also wie gesagt, da kann man einige Meter in der Tiefe fallen. Und wie die Frau Walzer begonnen hat, den Friedhof zu erforschen, also sie hat alle Grabsteine inventarisiert. Und also zu Beginn war riesiges Gestrüpp, also seit 1938 hat es keinen Friedhofsgärtner mehr gegeben. Und sie hat dann mit Hilfe von Freiwilligen den Friedhof wieder begehbar gemacht, zumindest teilweise. Und es gibt noch immer alle paar Monate so Freiwilligentage, wo, ich glaube, von den Grünen organisiert, wo eben freiwillige Helfer bekommen Schaufel, Schere, Gummihandschuhe, um da ja das Unkraut im Zaum zu halten und die Gräber zu pflegen. Und alle paar Monate finden eben auch Führungen statt. Ja, ich glaube, das ist jetzt, was ich mir gemerkt habe aus dem Podcast. Und den Link stelle ich auf meine Homepage. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alle Folgen sind auf wien-tipps.info zu finden.